Freunde, heute wollte ich mal nicht über Verbrauchswerte reden, sondern über ein anderes Thema, was mir gestern passiert ist. Ich wollte gestern meinen Bruder abholen, mach das Auto an und das Auto geht nicht an. Und es leuchtet noch nicht mal richtig auf, ne? Also nicht so wie jetzt, alles beleuchtet und so weiter, leuchtet nicht richtig auf. Der Fall, der ist irgendwo da unten im Charge-Bereich, ne? Ich denke mir, hä, was ist denn hier los, irgendwas stimmt nicht, ne? Ein paar Mal versucht anzumachen, ging nicht. Auto wieder ausgemacht. Hab mir dann Ladegerät geholt, angeschlossen hinten. Ladegerät hat gesagt, boah, Batterie leer. Ja. Irgendwas von 10 Volt hat er mir da erzählt. 10 Volt ist ja gar nichts. Also Batterie leer, fertig. Okay, denk mir gut, gehe ich eben zum Laden. Hier um die Ecke ist ein Laden, der Kfz-Teile verkauft, hole ich mir eine neue Batterie, gehe nochmal ins Auto, mach das Auto an, das Auto geht wieder an. Aber irgendwie, woran das auch immer lag, was da auch immer passiert ist, die Uhr hat sich auf jeden Fall zurückgesetzt, mein Durchschnittsverbrauch hat sich zurückgesetzt, also jetzt ist er gerade auf 4,1 hochgesprungen, war gerade bei 4,0. Also alles hat sich genullt, das Auto hat sich irgendwie zurückgesetzt. Warum auch immer, wie das auch immer passiert ist, keine Ahnung, was das war. Jetzt läuft es ja wieder normal, Batterie ist voll, läuft, springt an, alles gut. Ne? Also nichts zu bemängeln. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist die Batterie wirklich schon nicht mehr so gut. Hinten die kleine 12-Volt-Batterie, kann natürlich sein. Deswegen hat es so was Komisches dann gegeben. Aber dann habe ich meinen Bruder abgeholt, wir sind ganz normal schwimmen gefahren da, in Richtung Sorpe, wieder zurück, war noch was essen, also ich muss ehrlich sagen, im Großen und Ganzen hat das dann gut funktioniert, ja, nur dass der Durchschnitt jetzt von 4,5 auf 4,1 jetzt runter ist, ne? Jetzt aber natürlich bei diesem schönen Wetter, wo wir es warm draußen haben und so weiter, ist ja natürlich auch nicht schwierig, mit 4 Litern rumzufahren mit dem Auto. Ne? Das muss man auch ehrlich sagen. Also es ist eher schwierig, wenn man da irgendwie im Winter fährt oder wenn es regnet oder so und kalt ist, ne? Dann gehen die Werte ein bisschen nach oben. Also bei mir bis zu 5,5. Aber so in Sommertagen um die 4 Liter ist überhaupt kein Problem. Ja. Und eine andere Sache ist mir auch gestern nochmal so einfach bewusst geworden. Ne? Ich wusste es sowieso schon, aber bewusst geworden, wie genial das eigentlich ist. Also dadurch, dass wir hier quasi Automatik haben, ich muss kurz niesen. Entschuldigung. Dadurch, dass wir hier eine Automatik haben und einen Elektromotor haben, ich musste quasi auf der Straße drehen. Das heißt, musste ein paar Mal hin und her fahren und da kamen auch schon Autos, musste schnell gehen. Und das ist das Geniale, wie schnell das Auto reagiert. Ne? Also dadurch, dass du Elektromotor hast, ich mache Vorwärtsgang rein, zack, der ist, oder Rückwärtsgang, zack, der ist drin. Ich kann schon Vollgas geben, durch den Elektromotor fährt das Auto direkt Vollgas los. Ne? Zack, Vorwärtsgang, zack, Rückwärtsgang, also das geht so schnell, das Schalten. Also das ist unglaublich. Und du gibst direkt Gas, das Auto fährt direkt und durch den Elektromotor hat man auch direkt richtig Kraft. Ne? Also es gibt dieses typische, ja, Benzinerproblem nicht, ne? Dass er erstmal umschalten muss, nachdenken muss. Also die Reaktionszeit ist einfach deutlich, deutlich schneller. Ne? Also halt typisch Elektro. Da ist die Reaktionszeit halt sehr, sehr schnell. Diesen Vorteil hat auch der Toyota und das finde ich wirklich genial. Ja, also gut, die Autos haben angehalten, habe gedreht eben, aber es ging so schnell, also ja. Ne? Und auch gegenüber einem Schaltgetriebe. Ne? Ich bin ja 20 Jahre Schaltgetriebe gefahren. Ne? Du hast jetzt nicht das Gefühl, wenn du schnell machen musst, dass du gleich eben, ach, kann ja auch schnell passieren, dass man eben abwirkt, ne, beim Schnellmachen. Ist auch schon mal passiert. Ne? So, also Automatik, Hammer, Hammer, auf jeden Fall. Und Toyota Hybrid gibt es halt nur mit Automatik, top, einfach nur top, einfach nur eine Empfehlung. Also ich bin von diesem Auto
einfach nur begeistert und kann es auch jedem nur nahelegen. Ich denke mal, diese 1.8er Maschine von Toyota, die ist am ausgereiftesten und von Verbrauch her, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Die haben auch andere gute Motoren, die 2 Liter, 1.5er und so weiter. Aber ich habe ja schon viele Kommentare, viele Leute, die auch zuschauen und erzählen, welche Motoren die haben. Also gut, der 1.5er, der ist halt eher für Kleinwagen, ne? Dafür ist er auch ausreichend, 3 Zylinder. Ist auch sehr, sehr sparsam, ne? Also die Leute schreiben mir, die sind mit 3,5 Litern unterwegs, ne? Mit den 1.5er Yaris. Also die sind wirklich auch sehr, sehr gut, die Motoren, das muss man sagen. Ist halt aber so ein bisschen, ja, die Leistung, ne? Also 1,5 Liter Hubraum nur was haben die, 116 PS oder sowas? Ich glaube, die neuen aber haben schon 130. Gut, ich bin den noch nie gefahren. Ich kann es jetzt auch nicht beurteilen, wie gut der ist. Man müsste den auch mal fahren, weil durch die E-Unterstützung hat man natürlich auch gerade beim Anfahren den großen Vorteil, dass da auch genügend Drehmoment anliegen sollte, ne? Ja. Ja, Freunde, an sich sollte es eigentlich nur ein kurzes Video werden. Ich wollte so ein bisschen meine Erfahrung mitteilen, was hier so passiert ist. Also das ist das erste Mal nach 2 Jahren, dass sowas passiert ist. Ich kannte das aber auch schon bei den Prius. Da ist die Batterie auch schon mal leer gegangen. Also mit selben Symptomen musste halt eben die Batterie wechseln und dann war das wieder gut. Also bei mir musste ich zum Glück keine Batterie wechseln. Von daher mit einem kurzen Schrecken davon gekommen. Sonst wären es so um die 100 Euro, 80, 70, ich weiß nicht, was so eine Batterie kostet. Naja. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, danke für eure Abos und Likes.